Autonomie ist der Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen Natur. Erst sie, nicht der bloße Intellekt, macht den Menschen zu etwas wesentlich anderem als das Tier. Hierzu bemerkt Kant: Über die bloße Tierheit erhebt ihn das gar nicht, dass er Vernunft hat, wenn sie ihm nur zum Behuf desjenigen dienen soll, was bei Tieren der Instinkt verrichtet. Der Mensch sei nie als bloßes Mittel, sondern als Selbstzweck behandelt. Zugleich klären und verschärfen sich Begriffe wie Persönlichkeit und Charakter, die von alters her die Menschheit bewegten, die bis dahin aber keine sichere Begründung aus einer philosophischen Gedankenwelt fanden. Zum Persönlichsein genügt nicht das bloße Denkvermögen, sondern es fordert die Fähigkeit einer sittlichen Zurechnung und damit eine Unabhängigkeit von allem Mechanismus bloßer Natur. Der Charakter aber ist weder eine bloß natürliche Anlage, noch durch Gewöhnung erworbene Festigkeit des Handelns, sondern die absolute Einheit des inneren Prinzips des Lebenswandels überhaupt. Solche Vertiefung aller vertrauten Größen hat weit über die Schule hinaus auf das gemeinsame Leben gewirkt. Den Mittelpunkt dieser Überzeugungen bildet die Idee der Freiheit als der Selbstbestimmung des vernünftigen Willens, als des Vermögens, einen Zustand von selbst anzufangen. Sie ist die Voraussetzung aller Moral. So gewiss es Moral gibt, so gewiss besteht auch Freiheit. Wir müssen können, wo wir sollen. Oder anders: Du kannst, denn du sollst. Dieser Idee der Freiheit widersprach die durchgängige Verkettung des Geschehens unwidersprechlich, solange sie als eine Eigenschaft der Dinge selbst erschien.